Gut, ich behalte gleich die Klappe für unser Kongruenzaxiom SBS. Wir kennen es alle eigentlich, zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen. Das demonstriere ich an dieser Klappe. Also, solange wie ich mich hier noch bewegen kann, ist alles klar, habe ich hier die Enden mehrerer Dreiecke, hier ein Eckpunkt, da ein Eckpunkt, da einer. So, sobald ich den Winkel hier zwischen festlege, jetzt ist fertig, gibt es nur ein einziges Dreieck. Ja? Von hier nach hier, dann hier der Punkt. Ja, dadurch ist das Dreieck eindeutig bestimmt. Wir brauchen nicht sechs verschiedene Stücke, sondern eigentlich nur drei. Also, das Axiom SWS, Dreieckskongruenzaxiom SWS. Und das sagt also aus, zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seiten, nehmen wir hier die eine Seite, AB, zweite Dreieck, auch gerade drei Längeneinheiten, A', B'. Ja, dem eingeschlossenen Winkel, da nehme ich mal einfach den hier vom Dreieck, den tragen wir hier mal an. So, hier nochmal dasselbe. Eingeschlossener Winkel, auch hier. Alpha, genauso groß wie Alpha'. Jetzt brauchen wir hier noch dieselbe Länge. Das machen wir mit dem Zirkel. Also, einfach mal hier eine bestimmte Länge genommen, hier eine bestimmte Länge genommen. So, dann haben wir hier den Punkt C, hier den Punkt C'. Und da sind jetzt diese beiden Dreiecke kongruent zueinander. Diese Seite entspricht dieser Seite, der eingeschlossene Winkel entspricht diesem eingeschlossenen Winkel und diese Seite entspricht dieser Seite. Und wenn das so ist, dass die Dreiecke in zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen, dann fordern wir, dass sie schon jetzt kongruent zueinander sind. Das wäre das Dreieckskongruenzaxiom SBS. Ihr kennt es vielleicht aus der Schule als Satz. Wir fordern es axiomatisch und alle weiteren Dreieckskongruenzsätze können wir dann beweisen.